Hallo, schön, dass du dabei bist. Im heutigen Video sprechen wir über Variablen und wir schauen uns auch gleich in einem Beispiel an, was Variablen sind. Angenommen, ich arbeite in einem Restaurant und verdiene dort 10 Euro die Stunde. Das schreibe ich hier gleich auf. Und zusätzlich zu diesen 10 Euro die Stunde erhalte ich auch noch in jeder Stunde Trinkgeld. So, Trinkgeld. Das heißt, das, was ich in der Stunde insgesamt verdiene, ist all das hier. Die 10 Euro sozusagen als Grundgehalt und Trinkgeld, was sich mit ziemlicher Sicherheit von Stunde zu Stunde unterscheiden wird in der Höhe. Und damit sind wir eigentlich auch gleich beim Thema, denn in diesem Beispiel, also in diesem Fall, wäre Trinkgeld unsere Variable. Also das ist unsere Variable. Und das können wir uns auch gleich ansehen, warum das so ist und was das bedeutet. Schauen wir uns dieses Restaurant, in dem ich arbeite, zu zwei Zeitpunkten an. Einmal hier um 12 Uhr mittags zum Beispiel. Und das zeichne ich hier ein. Hier ist der Stundenzeiger, hier der Minutenzeiger. Und wir schauen uns dieses Restaurant zur Mittagszeit, also von 12 bis 1 Uhr an. Was verdiene ich in dieser Stunde? Naja, jedenfalls einmal die 10 Euro. Und ich gehe jetzt davon aus, dass in dieser Mittagszeit sehr viele Leute im Restaurant sind und ich dementsprechend auch mehr Trinkgeld erhalte. Ich gehe jetzt mal hier von 30 Euro aus. Das heißt, in Summe verdiene ich in dieser Stunde alles in allem 40 Euro. Das kann aber zu einer anderen Stunde, also zu einer anderen Uhrzeit, ganz anders aussehen, wenn wir uns dasselbe Restaurant, in dem ich hier arbeite, nochmal zu einer anderen Uhrzeit ansehen, sagen wir um 3 Uhr Nachmittag. So, 3 Uhr Nachmittag. Und wir schauen uns hier an, wie viel ich hier bis 4 Uhr verdiene. Dann kann das schon ganz anders aussehen. Die 10 Euro, die verdiene ich auf jeden Fall in jeder Stunde. Also das bleibt gleich. Was aber unterschiedlich hoch sein kann, ist hier das Trinkgeld. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass um 3 Uhr nachmittags sehr wenige Leute im Restaurant sind. Daher bekomme ich auch nur 5 Euro Trinkgeld, also eher weniger. Alles in allem also 15 Euro. Und du siehst schon, das, was ich hier insgesamt in der Stunde verdiene, hängt sehr stark von der Höhe des Trinkgelds ab. Also wenn diese Variable höher ist, das Trinkgeld in dem Fall höher ist, dann verdiene ich auch insgesamt mehr, als wenn das Trinkgeld niedriger ist. Dann verdiene ich auch insgesamt weniger. Das heißt, dieses Trinkgeld, das kann variieren, das unterscheidet sich. Daher ist Trinkgeld unsere Variable. Und was auch gut ist zu wissen, ist, dass du diesen Ausdruck hier Trinkgeld nicht ausschreiben musst. Also wenn du diese Angabe 10-mal hintereinander anschreiben müsstest, wäre das sehr unpraktisch, wenn du Trinkgeld immer ausschreiben müsstest. Du kannst es auch abkürzen und sagen, naja, du kürzt Trinkgeld jetzt immer mit einem kleinen T ab, weil ja doch Trinkgeld mit einem T beginnt. Und ja, ab jetzt kürzt du sozusagen Trinkgeld immer mit einem T ab. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn in der Angabe dann steht, naja, T ist gleich 30. Dann setzt du einfach in diesen Ausdruck hier für jedes T, das du findest, 30 ein und würdest sozusagen auf diesen Ausdruck hier kommen, den wir uns schon angesehen haben. Wenn in der Angabe steht, T ist gleich 5, dann machst du dasselbe, setzt aber für jedes T hier in der Angabe entsprechend 5 ein und würdest auf dieses Ergebnis hier kommen, beziehungsweise auf diesen Ausdruck, den wir uns auch angesehen haben. Jetzt ist es so, du musst die Variable also für Trinkgeld zum Beispiel, musst du jetzt nicht mit einem kleinen T oder mit dem Anfangsbuchstaben abkürzen. Du kannst grundsätzlich jeden Buchstaben verwenden. Das heißt, du kannst sagen, naja, für dich ist Trinkgeld ab sofort jetzt ein X und du kürzt es ab sofort mit einem kleinen X ab. Dann würde das entsprechend so aussehen. 10 plus und statt Trinkgeld schreibst du jetzt nur mehr ein X an. Und X ist tatsächlich ein Ausdruck für eine Variable oder eine Schreibweise, die sehr häufig verwendet wird, um hier eine Variable darzustellen. Aber die Sache ist die, du musst nicht einmal Buchstaben verwenden, um hier Trinkgeld in dem Fall zu ersetzen. Du kannst auch sagen, na, ab sofort ersetzt du Trinkgeld immer mit einem Stern, also mit einem Symbol eigentlich. Und entsprechend sieht das dann auch aus. Die Angabe würde dann so aussehen, 10 plus Stern.
Fassen wir also nochmal zusammen, was eine Variable ist. Naja, eine Variable ist eigentlich nichts anderes als ein Symbol, dessen Wert variieren kann. Daher Variable, also der Wert dieses Symbols kann von Mal zu Mal unterschiedlich sein. Mal ist der Wert höher, mal ist der Wert niedriger, in unserem Fall abhängig von der Uhrzeit. Und das war es eigentlich auch schon. Wir machen mit Variablen im nächsten Video weiter. Also bis dann.